Wir sind Daniel und Elisa. Mit einem alten Feuerwehrauto werden wir schon bald die Panamericana fahren. In den nächsten Jahren liegen über 45.000 Kilometer durch 19 Länder vor uns. Euch wollen wir zu diesem riesigen Abenteuer mitnehmen. Unterstützt uns dabei, indem ihr kostenlos unseren Kanal abonniert. Der Platz in unserem Kuno ist überschaubar. Wir kommen trotzdem gut damit zurecht, denn es fällt uns leicht, mit dem Nötigsten umgeben zu sein. Diese Woche weichen wir von unseren Prinzipien ab und machen eine Ausnahme. Wir sind wieder zurück aus dem Möbelhaus und wir sind im Möbelhaus so ein ganz kleines bisschen eskaliert. Es gab eine Tagesdecke, dann natürlich ein bisschen Grünzeug und ein kleines Regal, das direkt hier, die hatte ich schon, die ist für das Grünzeug, das direkt hier hinpasst. Und das Problem war immer, dass wir ja die Klappe aufklappen. Und dann hier dahinter das Ganze abgeschrägt sein musste, dass die Klappe noch aufgeht. Das ist hier bei dem Regal jetzt der Fall und ich bin richtig glücklich. Jetzt kommt's aber, wir haben was gekauft. Normalerweise sind wir nicht so die Blödsinn-Shopper und sind, ja, haben eigentlich bis auf so ein paar Deko-Elemente wirklich nur das Nötigste immer dabei. Wir haben uns einen Pizzaofen gekauft. Ja, probieren jetzt einfach. Nehmen wir halt einfach einen Pizzaofen mit auf die Panamericana. Wir haben ja genug Platz hier drin. Eine Sache haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben für den Camper auch noch eine Außenküche gebaut. Und die zeigen wir euch, wenn wir das erste Mal unseren Pizzaofen benutzen. Wie ihr seht, haben wir hier unsere Außenküche angebracht, an unsere Sandbleche und auf der anderen Seite verstaut. Wir haben unsere Außenküche jetzt erstmal im Betrieb und im Pizzaofen. Schaut euch die Pizza an. Ich bin richtig, richtig glücklich darüber. Wahnsinn, geil. Wir hatten heute mitten in der Nacht schon einen Einsatz. Sammy hat sein ganzes neues Bettchen vollgekotzt. Ja. Zum Glück stinkt das bei Hunden nicht so wie bei Menschen. Ich weiß nicht, ob das an dem Fressen liegt. Und ja, wir haben es gut weggekriegt. Es gab nur ein Ministück Pizza. Mhm. Nur wirklich klein. Also nur den Rand.
Aber wir haben daraus gelernt, es gibt keine Pizza mehr, keine Backwaren mehr. Es tropft nur noch leicht, wir gehen schnell mal eine Runde Gassi. Ich habe keine Gummistiefel, aber ich habe was viel Besseres dabei. Wie ihr seht, wir stehen hier wieder ganz alleine auf dem Parkplatz. Es ist direkt am Waldrand, man kann direkt mit dem Hund laufen gehen. Schöner Platz hier. Da hinten ist noch ein großer Spielplatz mit einem richtig schönen Grill. Ich glaube, das wird im Sommer bestimmt gut genutzt hier. Das ist toll zu beobachten, ne? Wenn man den ganzen Tag draußen in der Natur ist, wie sich hier das Getreide auf den Feldern entwickelt. Ich war früher in der Landwirtschaft. Als kleiner Junge habe ich schon angefangen, bei Bekannten auf dem Bauernhof zu helfen. Da ist auch meine Leidenschaft entstanden zum Traktorfahren. Ich habe mit 16 Jahren habe ich schon einen Führerschein gehabt für den Traktor. Und deswegen bin ich auch so glücklich mit unserem Auto. Es gab früher auf dem Hof gab es einen Mercedes MB-Truck mit dem Forstaufbau. Und das ist so ähnlich gewesen zum Fahren, nur mit 40 km/h. Jetzt können wir sogar 80 fahren. Aber ja, vielleicht irgendwann in Amerika oder wo auch immer, wenn ich mal auf eine Farm könnte und einen Tag lang geradeaus fahren auf dem Traktor. Das ist bestimmt stinkend langweilig, aber das ist so mein kleiner Traum. Vielleicht kann ich mir den erfüllen in Amerika, wer weiß. Das Gute an dem Fahrzeug ist, wenn man 4 Türen hat, beziehungsweise 6 mit den Flügeltüren hinten, kann man überall lüften, ne? Und es innerhalb von ein paar Minuten ist alles, die ganze Bude durchgelüftet. Das ist einfach eine coole Sache, solange es nicht regnet. Ich komme gerade von einem Spaziergang mit Sammy. Wir haben heute Nacht in Esslingen übernachtet, an der Esslinger Burg. Und es ist so wunderschön dort. Die Bäume blühen und überhaupt ist es einfach eine richtig schöne Landschaft. Ich mache mich heute ans Videoschneiden. Ich klemme mich hinter den PC, aber Daniel läuft gleich noch mal eine Runde und der nimmt die Kamera mit und zeigt euch mal die Burg. Wie ihr seht, ich stehe hier oben in Esslingen auf der Burg. Man hat eine richtig schöne Aussicht von hier oben über ganz Esslingen. Es lohnt sich definitiv hier hochzukommen. Hier gibt es auch 3 kostenlose Stellplätze direkt an der Burg. Wir haben in Esslingen 2 Jahre gelebt, bevor wir mit unserer Reise begonnen haben. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es einmal geschafft, die Burg zu besichtigen, hier hochzukommen. Hier gibt es nämlich von der Innenstadt bis nach oben zu der Burg gibt es eine Treppenmauer. Da kann man hochlaufen, ist aber ziemlich anstrengend, es sind ziemlich viele Treppenstufen. Hier unten im Burginneren findet im Sommer eine Kino statt, Sommernachtskino heißt es. Elisa war da schon öfters mit ihrer Mama, sie war total begeistert. Ich habe es leider nicht geschafft, hier mitzukommen. Ja, wir haben heute Abend noch einen Besuch bei einer Freundin anstehen. Elisa hat ja gesagt, sie schneidet das Video von letzter Woche. Genau, und mal gucken, was wir zwei derzeit noch anstellen hier in Esslingen. Oh,
Guten Morgen aus Villingen-Schwenningen. Seit den letzten Aufnahmen sind ein paar Tage vergangen. Wir sind mittlerweile auf dem Weg nach Laufenburg. Das liegt an der Schweizer Grenze. Wir besuchen dort jemanden. Ja, heute Nacht haben wir hier auf dem Wanderparkplatz verbracht. Es war eiskalt, also so kalt war es noch nie. Minus 5 Grad heute Nacht. Die Fensterscheibenabdeckungen sind an die Scheiben gefroren. Ich musste heute Morgen von innen kratzen. Aber die Standheizung hat ihren Dienst getan, lief die ganze Nacht durch und es war wirklich richtig gemütlich warm. Also wir haben nicht gefroren. Ja, wir frühstücken jetzt und dann geht's los. Wir wollen über den Schluchsee fahren. Heute ist super Wetter, es ist eine richtig gute Aussicht heute und wir freuen uns total auf die Fahrt und auf das Panorama, das uns dort erwartet. Vielleicht ist euch schon eine kleine Veränderung an unserem Auto aufgefallen. Wir haben jetzt endlich die Kisten aufs Dach gemacht. Probeweise, wir wollen mal gucken, ob sie dicht bleiben und ja, ob sie natürlich auch fest sind oben auf dem Dach. Woran merkt man, dass man einfach zu stark ist? Hieran. Nein, ich wollte die Schublade aufmachen. Dran gezogen. Et voilà. Wir haben zwei Teile. Wir hatten gestern einen wunderschönen Tag mit der ganz lieben Familie, die wir besucht haben und haben hier auf einem Stellplatz in Laufenburg übernachtet, der direkt am Rhein liegt. Wunderschön. Hier zahlt man 15 Euro die Nacht für diesen Stellplatz. Laufenburg, die Stadt, ist ja zweigeteilt. Ein Teil ist deutsch und dann gibt es eine Fußgängerbrücke, die über den Rhein in die Schweiz führt. Das haben wir uns gestern auch kurz angeguckt, sind ein bisschen durchgelaufen und ja, das Wetter ist auch heute wunderschön, kalt, aber richtig schön und wir dachten, wir nutzen den Tag für eine Wanderung. Wir sind jetzt ein Stück zurück Richtung Feldberg gefahren. Der Ort hier in der Nähe heißt Tottmoos und hier gibt es einen richtig süßen Wanderparkplatz, auf dem wir stehen, mit einem Bänkchen draußen in der Sonne und da werden wir jetzt erstmal frühstücken. Wir haben hier keinen Empfang und auch keine Wanderkarte. Jetzt weiß ich nicht, ob wir in der Wander-App mal nach der Strecke gucken können. Ansonsten schauen wir uns hier mal um. Manchmal gibt es ja auch Schilder mit so Rundwegen. Welchen wir dann hier laufen können. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. Sammy, magst du rausgucken? Ja. Okay, ne, das guck ich auch. Ja, dann natürlich das Kind das. Also wir sind beide Generation Smartphone und nicht so die Kartenleser. Deswegen sind wir uns nicht ganz sicher, ob wir jetzt die richtige Route gefunden haben, die wir auch laufen wollen. Aber wir laufen jetzt einfach mal. Wir sind gerade hier an dem Holzhaufen vorbeigelaufen.
Es duftet einfach so schön nach frisch geschlagenem Holz. Es ist einfach. Ja. Sammy ist gerade voll durch so einen Drahtzaun hier durchgerannt. Und es hat ihn nicht mehr gejuckt. Wir hoffen mal, dass er sich nichts getan hat. Wir müssen gleich mal gucken. Wir sind jetzt doch dem Panoramaweg gefolgt, hier oben aufs Gipfelkreuz. Und die Aussicht von hier oben, richtig, richtig schön. Klare Sicht heute. Und man sieht sogar Schnee. Ja, auf dem Feldberg da oben. Es ist der Feldberg. Es ist der Feldberg, ja. Da liegt noch Schnee. Wir sind wieder angekommen. Es war echt eine richtig schöne Wanderung. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Daniel will unbedingt noch zu einer bestimmten Metzgerei und einen echten Schwarzwälder Schinken kaufen. Und danach fahren wir noch mal ein Stückchen weiter und suchen uns vermutlich schon ein schönes Plätzchen, wo wir heute die Nacht verbringen werden. Shit, nochmal. So ein Arsch. Schatzi, wir haben fast keine Banane mehr im Müsli. Das ist ein schlauer Hund. Ach Mann. Schatzi, werf doch richtig. Ich werf doch richtig. Yay. Geht doch.